Hallo zusammen, hier ist Larek auf dem Testserver in Gravelight Marsh in der Black Zone, das ist in Mercia, um euch zu zeigen, wie man einen Aspekt der Dryade solo macht. Aspekt der Dryade ist der Sumpfaspekt. Wer sich dafür interessiert, was Aspekte genau sind und wofür die gut sind, der möge in der Beschreibung des Videos nachschauen. Ich bin hier auf dem Testserver, allein deswegen eigentlich, weil es da natürlich wesentlich leichter ist, hier so einen Aspekt zu finden. Das ist eigentlich der einzige Grund dafür. Mitgebracht habe ich diesmal keinen Great Nature Stab, wie ich das normalerweise in diesen Videos gerne tue, sondern mal einen Druidenstab zur Abwechslung zusammen mit einem Muisak, der meine Heilung und meinen Angriffsbonus ein bisschen verstärkt. Auf dem Kopf habe ich eine Magiergugel mit dem Gift. Auf der Brust habe ich die Magierrobe, weil das halt die leichteste Stoffrobe ist und damit am meisten Schaden macht. Mit dem Frostschutz hier, weil es keinen Sinn macht, den Purge-Schild dran zu machen. Und an den Füßen habe ich wie immer meine Assassinen-Stiefel oder Attentäterschuhe auf Deutsch, weil ich die Ausweichrolle so nett finde. Essen werde ich jetzt einen Eintopf, damit ich ein bisschen mehr Schaden mache. Und T4-Gifte für den Schaden habe ich auch mitgebracht, um die Resis zu senken. Und außerdem den Dämonenumhang für das Lava-AOE. Der Aspekt der Dryade macht verschiedene AOE-Fähigkeiten. Auf die werde ich am Ende des Videos nochmal gesondert eingehen, wenn der Kampf quasi vorbei ist.
So, das Aspekt liegt im Dreck. In diesem Fall hatte ich sogar das Glück, dass es sich um einen 6-1er Aspekt handelte. Der hat also auch 6-1er Ressourcen, was natürlich richtig fette Ruhmpunkte gibt beim Abernten. Ist ja, wie gesagt, leider auf dem Testserver, habe ich also nichts von. Aber ihr habt natürlich richtig Glück, wenn ihr einen verzauberten Aspekten findet. Kommen wir zu den drei Attacken, die dieses Aspekt oder dieser Aspekt, wie auch immer, gemacht habt. Da wäre als erstes dieser kleine Dornbusch, der einem ständig verfolgt. Ich musste also ständig in Bewegung bleiben, um nicht erwischt zu werden. Denn wenn ihr erwischt werdet, bekommt ihr Schaden und wird es so ein bisschen verlangsamt. Dieser Dornbusch bekommt auch Schaden oder kann auch Schaden bekommen. Kann also angegriffen werden, aber er kann nicht sterben. Versucht es also gar nicht erst, diesen Dornbusch irgendwie zu besiegen oder sowas. Der ist unsterblich quasi und wird euch immer verfolgen. Wenn ihr zu mehreren kämpft gegen diese Dryade, dann werden das immer mehr Dornbüsche und es wird irgendwann vielleicht ein bisschen eng insgesamt. Wenn ihr alleine seid, fängt es mit einem Dornbusch an. Irgendwann werden es dann zwei. Bei mir jetzt hier im Video wurden es irgendwann drei, aber es war kein großes Problem, an denen vorbeizukommen. Die nächste Attacke ist ein so ja, lila komischer Energieball, der auf euch geschossen wird. Das Ding macht ein bisschen Schaden. Wenn ihr alleine seid, ist das überhaupt kein Problem. Das merkt ihr quasi gar nicht, wenn das Ding abgefeuert wird. Wenn ihr zu mehreren seid, kann das ein Problem werden, denn das Ding springt immer zwischen euch hin und her und macht Schaden und macht Schaden und macht Schaden und hört auch nicht auf damit. Es sei denn, ihr entfernt euch weit genug voneinander, dass das Ding irgendwann nicht mehr springen kann. Dann hört es einfach auf und ist dann irgendwie weg. Aber wenn ihr zu mehreren seid, müsst ihr euch voneinander entfernen, sonst springt das Ding ewig zwischen euch hin und her. Wie gesagt, wenn ihr alleine seid, überhaupt kein Problem. Die dritte Attacke ist eine ganz normale AOE-Fähigkeit, die kegelförmig von diesem Viech hier ausgeht. Er schlägt dann zweimal zu, gibt ordentlich Schaden, aber passiert sonst eigentlich nichts. Das war es auch eigentlich schon, ist ein relativ einfacher Aspekt, wenn man Ruhe und Muse hat, ihn zu besiegen. Das trifft ja auf alle Aspekte zu. Die größte Gefahr beim Töten der Aspekte sind eigentlich andere Spieler, die einem zufällig über den Weg laufen. Aber wenn ihr das da irgendwie, wenn ihr in der entlegenen Ecke seid oder vielleicht ein paar Scouts habt, dann seid ihr da in Sicherheit. Das ist auch alles, was es dazu zu erzählen gibt. Ich hoffe, ihr habt was mitnehmen können. Ich hoffe, das Schauen hat euch Spaß gemacht. Ich freue mich über konstruktive Kritik, Likes, Abonnements und dergleichen mehr. Und jetzt bleibt mir nur noch, euch einen schönen Tag zu wünschen. Euer Larek.